Hier ein Urlaubsfoto verschicken, da kurz eine Mail checken oder schnell online was einkaufen. Wir übermitteln ständig Daten. Und all das wird im Netz gespeichert. Diese komplexe Datensammlung nennt man Big Data. Aber wie big ist Big Data denn? Es geht um enorme Datenmengen, die über jeden von uns und von allem, was wir tun, gesammelt werden. Jede Entscheidung, die wir online fällen, vergrößert diese Datensammlung, selbst wenn wir glauben, keine Informationen preiszugeben. Smartphones, Sensoren, intelligente Autos oder Haushaltsgeräte lassen Big Data zusätzlich wachsen. Das Netz der Dinge, alles, was einen Chip und einen Internetzugang hat, kann Daten übermitteln. Werbeagenturen, Versicherungen oder Banken nutzen zum Beispiel Big Data. Experten bedienen sich der Daten und stellen Zusammenhänge her. Unser Verhalten wird dadurch immer transparenter. Das Zeitalter des Datensammelns und des Auswertens hat gerade erst angefangen. Etwa alle 2 Jahre verdoppelt sich die derzeit gesammelte Datenmenge. Und die Formeln, die zum Auswerten benutzt werden, werden immer präziser.